Wir haben noch eine Frage an Erwin. Erwin, seid ihr viel mit dem Thema Gewalt gegen Frauen in der Familie beschäftigt und wie begegnet ihr die? Gewalt gegen Frauen in Familien. یعنی شدت از همبری جنی گود نغمال باتی دا دیگ گیرن اون چاوا نیزیک بین و هکا اون چیزی بین کارو خوابات خون کن پچکی شما را پر هب نو کورس آف دو کورس شو بزد شخوا ام بحثا کرم بحثا شدتی بکن گدک Wenn wir über Gewalt reden, gibt es verschiedene Arten von Gewalt. Es gibt sprachliche Gewalt. Es gibt Gewalt mit Schlägen. Es gibt Gewalt, dass man den Willen der Frauen nicht akzeptiert. Am schlimmsten ist die Ermordung von Frauen. Wenn wir über die Revolution reden, wie eine Revolution in Rojava, reden wir von einer freien Frau, also emanzipierten Frau. Reden wir von einer Frau, die selbstbewusst ist. Das heißt nicht, wenn wir von solcher Frau reden, sagen wir nicht, dass wir die Gesellschaft befreit haben, ganz. Also wir brauchen noch mehr und noch mehr Arbeit. Weil, wenn man auch so viel daran arbeitet und solche Frau schafft, sehr oft sieht der Mann das als Bedrohung für sich. Es ist sehr wichtig, dass man sowohl den Mann als auch die Frau erzieht. از جنک به هز آوا نکم جبه که بکوی شونا زلام در سلات دارده Wir erziehen die Frau nicht, sie die Stelle des Mannes übernimmt. گرک از زلام فهم بکی ام تخوازن جنک به هز پرورده بکن آوا بکن تانی جبه که هر دو جواکا که راست Sowohl der Mann als auch die Frau müssen verstehen, wir versuchen eine Frau zu erziehen, dass beide sich ergänzen und eine freie Gesellschaft gründen. Also wir als Frauenorganisationen am 25. Oktober am 25. November, Tag der Gewalt gegen Frauen, wir erheben unsere Stimme mit allen Frauenorganisationen für diesen Tag. Gewalt und Unterdrückung gegen Frauen muss beseitigt werden. Man braucht viele Seminare, viel Erziehung. Auch unter den Kindern in den Schulen. Auch in der Gesellschaft. In den Kommunen, in den Schulen. Was Gewalt ist, was das bedeutet, wie man sich gegen Gewalt schützt. Und wenn solche Situationen entstehen, also wo Gewalt ist, wie soll sich die Frau verhalten? Weil die
Unterdrückung und Gewalt gegen eine Frau ist genauso gegen mich und gegen jede. Wenn auch in begrenzten Fällen. Also auch wenn die Fälle sind wenig, aber die Haltung der Frau ist ganz stark. Die Frauen entscheiden gegen die Gewalt, also diese Unterdrückung und Gewalt gegen die Frau. Alle Straftaten werden in den Gerichten, normale Straftaten, werden bestraft und dann, wenn die Strafe erledigt ist, geht man, aber die Unterdrückung oder Gewalt gegen die Frau wird nicht befreit. Im letzten Jahr gab es ein Beispiel. Die Männer selber sind rausgegangen. Die sind rausgegangen, demonstriert. Die Männer haben demonstriert und unter der Fahne von Jezestar und Kongrastar und sagte, das können wir nicht hinnehmen. Das heißt, diese Haltung haben wir nicht nur bei den Frauen erzeugt, sondern bei den Männern auch. Super, ganz tolle Arbeit geleistet. Sehr gut, vielen, vielen Dank.